Die Familienoberhäupter der Einbrecherbande haben es sich gut gehen lassen. Zwei prächtige Wohnanwesen in Zagreb und Umgebung haben Polizei und Justiz bei ihren Ermittlungen vorgefunden. Finanziert durch Diebesgut, unter anderem auch aus München. Auf das einbrecherische Family-Business ist die Polizei im Januar 2016 im Lehel aufmerksam geworden. Zunächst haben wir im Januar des letzten Jahres drei junge Frauen in München festnehmen können, denen wir einen Einbruch zunächst nachweisen konnten, im Laufe der Zeit sehr viel mehr. Und unsere Ermittlungen haben dann ergeben, dass diese jungen Frauen Mitglieder eines international tätigen Clans sind. Ausnahmslos Mädchen wurden von der Bande zum Einbrechen losgeschickt. Sie wirken unauffälliger und niemand vermutet, dass sie unter der Kleidung Schraubenzieher als Einbruchwerkzeug transportieren. Alleine den drei Mädchen und den weiteren in München lebenden Teilen des Clans rechnet die Polizei 13 Einbrüche im Raum München zu. Darüber hinaus stehen die Angehörigen der Gruppierung in Verdacht, für zahlreiche weitere Taten in der Region verantwortlich zu sein. Die ganz jungen Leute gehen einbrechen, das sind in der Regel Frauen. Der mittlere Bereich, dabei handelt es sich um lokale Residenten, die für Quartier und Equipment sorgen. Und die ganz jungen oder die älteren Leute, die sind um die finanziellen Sachen bemüht. Das heißt, dass eben die Einbruchsgegenstände hier dann investiert werden, möglicherweise in Immobilien. Aufgrund der in München geführten Ermittlungen wurden Mitglieder des Clans auch in Gelsenkirchen, Münster, Villingen-Schwenningen, Hannover und Frankfurt gefasst. Im Sommer 2016 erstreckten sich die Ermittlungen auch bis nach Bilbao in Spanien. Auch dort gab es Festnahmen. Das Problem: Die Mädchen hatten teilweise 4 oder 5 verschiedene Identitäten. Manche gaben an, 13 Jahre alt zu sein. Das Problem der jugendlichen Täterinnen und ihres Alters ist natürlich, dass wir überhaupt nur dann Straftaten verfolgen können, wenn der entsprechende Täter strafmündig ist. Und die Strafmündigkeit beginnt eben mit 14. Wobei es eben so ist, manchmal wird eben vorgegeben, die entsprechende Täterin sei erst 13, tatsächlich ist sie erst 17. Es lässt sich aber schon herausfinden, da gibt es extra Gutachter, die sich darauf spezialisiert haben. Das können wir dann schon in der Regel zumindest relativ belastbar feststellen. Im Zweifel natürlich dann für den Angeklagten. Das heißt, wenn die Strafmündigkeit nicht festgestellt werden kann, können wir tatsächlich nichts machen. Die Ermittlungen gegen diese europaweit verstreute Familienbande gehören zu den umfangreichsten, die die Münchner Polizei bisher geführt hat. 18 Personen sitzen bereits in Haft, 2 Oberhäupter sind zur Fahndung ausgeschrieben. Rund 480 weitere gehören nach bisherigen Erkenntnissen mit dazu, müssen aber noch genauer überprüft werden. Also der Strafrahmen für den Bandendiebstahl liegt bei 1 Jahr bis zu 10 Jahren. Und jetzt haben wir natürlich mehrere Taten, also da hoffen wir schon, dass im Fall der Anklage, wenn es uns dann möglich ist, es anzuklagen, dass wir dann schon erhebliche Freiheitsstrafen bekommen. Beutegut, das bisher nicht seinen Eigentümern zugeordnet werden konnte, finden Sie zum Nachsehen auf unserer Internetseite.